Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner ist der Daniel und ich bin der Saschi. Oh ja, genau. Gut, weißt du auswendig, sehr gut. Ja, logo. Wir haben heute den 21. Januar und am 21. Januar haben wir ein berühmtes Geburtstagskind. Placido Domingo, Entschuldigung. 21. Januar 1941 geboren. Ja, sollen wir ihn sagen, ist ein Opernsänger, hat eine hübsche Stimme, hat viel unternommen mit den drei Tenören, die da waren, Luciano Pavarotti und José Carreras. Ist aber einer von den wenigen Tenören, die nicht so dick sind. Ja, so beim Pavarotti, manchmal ist der die Mumps so manchmal. Ja. 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 Aber der Placido Domingo. Wie ein Strich in der Hand. Ja, genau. Ja. Heute Geburtstag. Wie sagt man auf Spanisch? Placido, wenn du zuguckst, alles Gute. Ja. Wie sagt man auf Spanisch? Happy Birthday? Happy Birthday. Feliz Navidad. Das ist was anderes. Aber macht ja nichts. 21. Januar 2006 wirft in den USA der Basketballer Kobe Bryant in einem Spiel 81 Punkte. Wow. In einem Spiel 81 Punkte. Das ist ja wie ein Maschinengewehr. Ja. Es ist aber allerdings nur die zweithöchste Punktzahl, die jemals in der NBA erreicht worden ist. Vor ihm liegt mit 100 Punkten Wilt Chamberlain. Und der hat aber 1962 schon diesen Rekord aufgestellt. Also ist immer noch aktuell. Genau. Und 2006 hat er Kobe Bryant dann halt 81 gemacht. Ein legendärer Tag, der 21. Januar 2006. Und 6 kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Das war dem aber scheißegal. Das glaube ich aber auch. Ja. Ja. Genau. So, was haben wir noch? Ein Fakt des Tages. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Schnallt euch an, setzt euch hin. Die Queen Elizabeth II. Von England ist gelernte LKW-Mechanikerin. Das habe ich schon mal gehört. Mhm. Ich habe nämlich den Film geguckt, Queen. Mhm. Da geht es aber eher so um den Tod von Lady Di, beziehungsweise die Zeit danach, okay. Wie sie damit umgegangen sind und sowas. Und da bleibt sie irgendwie am Tag danach oder sowas, bleibt sie mit ihrem Jeep irgendwo hängen in so einem Flussbett. Okay. Und dann sagt sie irgendwie so, ja, hier, die Achse ist gebrochen oder sowas. Und dann sagen sie, ja, sind Sie sicher? Ich habe doch im Krieg, LKW-Mechanikerin gelernt. Oder irgendwas sagt sie da so. Das ist voll krass. Und das ist tatsächlich, also hier... Queen Elizabeth ist hier, die hat's mit Autos. Ja. Denkt man gar nicht. Ne? Ja. Wenn man so quietsch-orangene Hüte und grell-grüne Teile da anhat. Auf der Basis sage ich mal, God shaves the Queen, first the legs and then between. First the legs and then between, genau. Da kann man nichts mehr hinzufügen. Ich sage Cheerio, bis morgen.